Guten Morgen, liebe Freunde der gepflegten Kursbewegung. Ich habe gestern im Research am Sonntag schon gesagt, wir sprechen heute über US-Dollar, Kanada-Dollar, Neuseeland-Dollar, japanischen Yen und über hier unser Nachbarn, hier bei uns in der Ostregion sehr bekannt, Euro-Tschechische Krone. Wieder mal interessante Kursmuster, die wir da auf der Uhr haben. Nicht immer in der ersten Reihe, aber ich habe ja schon gezeigt, beispielsweise bei unserem letzten Trading-Idee in der türkischen Lira, dass man da durchaus gutes Geld verdienen kann. Von der Seite her, lasst uns mal schauen, was da los ist. Zeit für Fragen. Heute natürlich auch wieder. Also wer Lust hat, den ein oder anderen Wunschmarkt analysieren zu lassen, bitte rein in die Chats, wo ich jetzt auch schon die lieben guten Morgengrüße bekomme. Danke dafür. Das gebe ich wie immer gerne auch zurück. Da freue ich mich, weil wir haben ja hier auch immer wieder viele Live-Zuschauer. Es werden immer mehr. Ich merke halt auch an den Rückmeldungen, die ich bekomme, es lohnt einfach reinzuschauen. Nutzt die Sachen, die wir hier uns anschauen lassen. Es ist auf alle Fälle zweckerfüllend, weil man kann schöne Handelssetups draus ziehen und das Ganze für die eigene Performance nutzen. So, jetzt mache ich mir mal flott noch das Fragefeld hier im GoToWebinar auf, dass ich da auch nichts verpasse. Und dann machen wir weiter mit dem Risikohinweis. Das Ganze wie immer in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das wäre erledigt und dann die Nachrichten. Das geht heute auch relativ flott vom Hocker. Viel gibt's nicht. In Kanada ist Feiertag. Eine wichtige Sache haben wir da und zwar FED-Präsident oder Vorsitzender der FED. Der Paul hat heute Nacht noch einmal gesprochen. Er hat ja letzte Woche am Donnerstag war es gewesen, ein relativ düsteres Bild gezeichnet von dem aktuellen Stand der US-Wirtschaft und auch von seinen Aussichten. Er hat gesagt, eine Arbeitslosigkeit von über 25% ist schon drin in den USA. Aber zwei Dinge hat er auch gesagt. Das erste, er geht davon aus, dass man im zweiten Halbjahr, das heißt drittes, viertes Quartal, mit einer deutlichen Besserung der US-Wirtschaft rechnet. Das ist Nummer eins und Nummer zwei, was er gesagt hat. Und das ist immer das, worauf die Märkte auch schauen. Die Fed hat noch genügend Pulver im Fass, um einiges an Leistungen, an Maßnahmen zu bringen. Und das scheint die Märkte zu beruhigen. Wir sehen bei den Indizes nach einer unruhigen Phase im Ende der letzten Woche doch steigende Kurse. Die Märkte haben sich am Freitag wieder ordentlich berabbelt. Jetzt steigt das Ganze auch wieder an. Also das bleibt schon sehr, sehr, ja, sag ich mal, interessant, wie die Märkte sich da bewegen. Und da können wir immer wieder schöne Trading-Ideen entsprechend auch rausziehen. Das heißt hier aus den Nachrichten, wie ich schon gesagt, FED hat heute Nacht gesprochen. Aus Japan haben wir interessante Sachen zum BIP gebracht. Wenn wir uns das mal anschauen, es ist zwar weiterhin deutlich rückläufig, aber wenn wir mal schauen, wir haben heute Nacht die Daten bekommen, minus 3,4, minus 4,6 sind erwartet worden. Das schon mal nicht so schlecht wie erwartet worden. Und wenn man mal das vorige Ergebnis anschaut, minus 7,3 war das vorige, da sieht man, wie das Ganze auch langsam rückläufig wird. Wenn das natürlich eine Tendenz wird, ein Trend, der sich erholt, das wäre ein sehr, sehr schönes positives Zeichen. Also man muss hier momentan wirklich sehr, sehr stark auf Sicht fahren und immer wieder schauen, was in diese Richtung entsprechend auch mitkommt. Mehr gibt es heute an Nachrichten nicht. Und wir hier bei uns in Deutschland haben ja auch eine verkürzte Handelswoche auf dem Ticker. So, damit schauen wir von den Nachrichtenticker auf die ja tickenden Charts. Starten wir mit dem Währungspaar Neuseeland-Dollar-Yen. Und zwar hier erst einmal mit Blick ins große Bild. Das heißt, wir sehen hier an dieser Stelle den Tageschart, wo das Währungspaar verortet ist. Und wir sehen es hier, wenn wir unten reinschauen. Ich hoffe, man kann das Ganze gut erkennen. Hier an dieser Stelle, schaut mal hier unten. Wir hatten das Dreieck oben den Deckel drauf. Hier im Währungspaar bei ungefähr 66,2, 66,188 habe ich hier mal reingepackt. Also hier oben dieser Drehbereich. Ihr wisst ja hier, ich bin jetzt nicht so der, der auf die letzte Nachkommastelle schaut. Grob über den Daumen, das ist wichtig. Und hier sehen wir, es hat sich nach dem Abprall schön der Abwärtstrend fortgesetzt. Das heißt, an dieser Stelle, wenn ich das mal ganz kurz zeigen darf, hier, schaut mal, erster Schub nach unten, Korrektur, tieferes Hoch gemacht, naja, komm schon, das wollte ich nicht, so, da haben wir es, hier, tieferes Hoch gemacht, so, sehr schön, und dann sind wir gegangen in die Trendbildung, hier, Trendentstehung und Ausbruch aus dem Dreieck, danach nochmal kurz die Luft im Dreieck angeschnüffelt,
wieder ein tieferes Hoch gemacht, das zweite tiefere Hoch und jetzt sind wir nach unten gelaufen. Hier sehen wir es schön im Abwärtstrend ordentlich in die Bewegung reingelaufen, auch schön mit Schmackes oben das Umkehrsignal rausgenommen, rangelaufen bis ans Trendtief und hier, tata, wen wundert's? Jetzt gibt es ja erst einmal am Support ein bisschen innehalten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es hier weiter? Kriegen wir einen Abprall nach oben oder ist es nur ein kurzes Luftholen und dann nach unten abzurauschen? Und das schauen wir, den Fahrplan, ja, den schauen wir uns jetzt mal in den kleineren Zeiteinheiten ein. Und da gehe ich jetzt an dieser Stelle mal hier hinein in den Stundenchart. Ich will hier einfach das Bild näher haben. Da ist mir der 4-Stunden-Chart, schaut mal, wenn ihr euch den anguckt, der ist mir hier einfach zu groß. Ne? Da sehen wir zwar auch, dass hier der Markt nach unten trendet, ja, aber das feine Bild, so die feinen Nuancen, auf die es mir ankommt, da ist mir der 4-Stunden-Chart einfach zu groß. Also schaue ich hier entsprechend in den Stundenchart rein und dann sehen wir nämlich schön den Runterlauf, der hier auch nicht sauber war. Nochmal Luftton und dann zack, runter, wumm, schön hier unten geschwankt. Hier das erste Mal Luftton und dann einfach schön mit Schmackes runter. So, was haben wir jetzt hier gehabt? Die Bewegung, die Korrektur, die Bewegung. So, hier sind wir aufgesetzt, hochgelaufen, aufgesetzt und jetzt gehen wir hoch. Und das wäre jetzt ein sehr, sehr schönes, interessantes Level. Und zwar, schaut mal, Nummer 1 hier, dieser letzte größere Verkaufsbereich, das war ein Widerstand, da klemmen wir gerade drinnen. Zieht sich das nach oben drüber? Also ich sammle jetzt quasi mal so ein paar Argumente dafür, wie so ein Abprall ausschauen kann. Zieht sich es hier oben drüber? Wäre der nächste Anlaufpunkt hier, schaut euch das mal an, dieses Level hier, ja, das ist jetzt hier, da wäre hier das kleine Zwischenhoch, ganz grob, um die Marke von 64 japanischen Yen. Und wenn auch das rausgenommen wird, dann haben wir relativ gute Chancen, ein ganzes Stück weit nach oben zu laufen, hier oben Richtung 64,6 rein. Das wäre mal so ein klassisches Szenario für einen Abprall. Wie schon gesagt, das hier im kleinen Bild, der letzte größere Bereich, den wir hier an dieser Stelle haben, 63,7 und das Ganze hier in diesem Drehlevel rum. Das wäre jetzt interessant, wie schon gesagt, wenn sich dieser kleinste Trend hier unten fortsetzt, das ist auch das, was wir schön dann in den kleinsten Zeiteinheiten sehen. Ne? Hier, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, so sieht ein laufender Abprall aus. Und der hat halt das Potenzial hochzulaufen. Ne? Und das ist halt das, was wir hier auf der Uhr haben müssen. Setzt sich dieser kleine Trend fort, dann haben wir schön die Chancen reinzulaufen. Und hier im 15-Minuten-Chart sehen wir es auch schön, wo wir hin können. Hier, schaut euch mal das Level an. Hier, da sehen wir es nochmal schön. Hier, die 64, dann hier oben, kleiner Anlaufpunkt, um die Marke von 64,25. Hier haben wir noch einen kleinen Zacker bei 64,3 und dann geht es schon hoch auf 64,6. So sieht ein Abprall aus. Wenn der weiterläuft, haben wir schöne Chancen, rauszukommen. Aber was wir auch sehen in den kleinen Zeiteinheiten, wenn wir hier eine Umkehr bekommen, an welcher Stelle auch immer, wäre das das erste Indiz dafür, dass es weiter nach unten gehen kann. Und das schauen wir uns jetzt nochmal hier im Stundenchart an. Dann kommen wir nämlich relativ schnell in die Situation, dass wir hier das Tief wieder testen und aus der Korrektur heraus nach unten laufen. Und das wäre dann interessant, gleich aus der Korrektur rauszuschauen und den Weg nach unten anzugehen Richtung Trendtief erst einmal. Und dann, wenn wir am Trendtief sind, halt das Ganze nach unten weiter vorzuschrauben. Und wenn wir da mal schauen, was an Anlaufpunkten da ist, dann haben wir ganz klar hier die kleinen Zwischenlows. Und zwar hier die Marke um die 63 haben wir hier unten und hier unten die Marke von 61,8. Das sind die Anlaufpunkte für die Unterseite, die wir hier im Neuseeland-Dollar-Yen auf alle Fälle mitsehen können. Wir schalten um zum Währungspaar Euro-Tschechische Krone. Fragen haben wir auch schon gesehen, wie ich kenne. Ja, das kriegen wir hin. Also, da gehe ich gleich drauf ein, freut mich drüber. Also, wir schauen jetzt auf das Währungspaar Euro-Tschechische Krone. Da ist es offen und ich habe es im Research am Sonntag gesehen. Schaut mal, was wir hier haben. Wir haben hier eine inverse SKS-Formation in diesem Bereich. Wir haben hier schön die fallende Linie und man kann entsprechend, die Nackenlinie habe ich jetzt hier so nicht eingezogen, aber schaut mal, das hier ist der Drehbereich. Das ist so der Bereich, wo die Kurse etwas hin und her geschwankt sind, wo sie abgeprallt sind, drüber gelaufen sind. Also dieser Bereich hier, das ist ein wichtiger Bereich. Wenn der rausgenommen wird, wäre das sehr, sehr von Vorteil für die bullische Phase. Und wir sehen es auch im Kleinen hier. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung nach oben. Wir sehen, der Markt will hier hoch. Und wenn wir es tatsächlich schaffen, nach diesem Bruch über diese abfallende Trendlinie hier den Zug weiter nach oben auszubauen, wäre der nächste Anlaufpunkt auf der Oberseite hier die 27,82 und dann das Zwischenhoch bei 28,120. Und wenn wir das Ganze uns mal anschauen, da ist schon noch Luft zur Oberseite hin. Ne? Wenn wir mal schauen, wo wir jetzt stehen,
wenn wir uns das Ganze auf dem Monatschart mal anschauen, ich weiß, ich rede jetzt hier über den Monatschart, aber das ist mir als Trader, ist das egal. Hauptsache, ich sehe die Anlaufpunkte. Ja, das ist im Handel an den Märkten, hier in den Währungen, ist es genau das Gleiche wie im Einzelhandel. Ein kluger Händler, ja, der kauft sich nur die Dinge, wo er weiß, da ist auch ein Käufer da. Ja, wenn ich weiß als Händler, ich finde keinen Käufer, dann brauche ich ein Long Investment nicht zu machen. Deswegen schaue ich mir die Charts an, wo ich mit einer Wahrscheinlichkeit auf Käufer treffen kann. Und das sieht man halt in den Zeiteinheiten, die man etwas höher anwählt, auch ab und an. Ne? Was wir im Tageschart jetzt gar nicht gesehen haben, wegen der Historie, da sehen wir schon hier, dass die 27,8 schon ein wichtiges Level sind. Und wenn es da drüber geht, da haben wir auch Berührungspunkte hier hinten ran. Ne? Und da oben ist noch längst nicht Schluss. Das kann schon noch ein Stückchen weitergehen. Und deswegen schauen wir uns das Ganze an. Rein vom Potenzial her, gehe ich nochmal kurz hier rein. Wenn wir mal die Tiefen ausmessen wollen hier, dann nehme ich mal kurz das Tiefenwerkzeug hier an dieser Stelle. Und dann messen wir einfach mal ganz kurz hier die Schulter aus. Wenn wir von der linken Schulter kommen, nein, entschuldige, von der rechten Schulter, dann sind wir hier schon allein in dem Potenzial hier raus, wenn man das rausholt, bei 28,52. Ja, das ist schon mal das Ziel hier oben. Wenn wir dann noch ein bisschen tiefer messen, das heißt, wenn wir hier diese Schultertiefe nehmen zum Kopf, also von der Nackenlinie zum Kopf hin, dann sind wir sogar noch ein Stück höher gelaufen, dann stehen wir bei 28,78. Das heißt, wenn wir uns das mal kurz auf der großen Zeiteinheit anschauen, wo wir da reinlaufen, da laufen wir in diese Level rein. Schaut euch das mal an hier. Das hier wäre dieser Spike-Bereich hier oben und das hier drüben wäre mal dieser Ausbruchsbereich hier. Das Potenzial, das rein rechnerische, ist definitiv vorhanden. Deswegen macht der Blick hier rein auch Sinn. Und wer sich das Ganze gerne mal in den kleineren Zeiteinheiten anschauen möchte, der sieht hier, dass der Markt wirklich nach oben trendet, auch in den kleineren. Und wie schon gesagt, hier kommt es jetzt darauf an, dass der Markt hier drüber springt und diesen Widerstand hier rausnimmt. Das heißt, die Nackenlinie komplett aus dem Markt nimmt und dann das Potenzial nach oben auflöst. Das Ganze, das sehen wir hier nach oben hin definitiv laufen. Wenn es zum Abprall kommt an dieser Stelle, dann können wir uns selbst treten, natürlich auch hier daran orientieren, wo wir möglicherweise Drehpunkte sehen. Und die Drehpunkte, die wir hier brauchen, die sehen wir relativ gut an den Zwischenlows. Schaut mal hier, das hier ist ein Zwischenlow um die Marke von 27,34. Hier haben wir einen Bereich, einen Drehbereich, der ist sehr, sehr oft beachtet worden. Die Marke von etwas über 27, knapp 27,10 tschechische Kronen haben wir hier. Hier Drehbereich hier gewesen, hier aufgedutzt und wieder hochgelaufen. Die Marke haben wir unten definitiv. Und dann natürlich noch das Low des Kopfes hier an dieser Stelle. Da ziehe ich mal kurz die grüne Linie runter. Hier unten ganz grob die Marke von 26,86. Das sind die Level, die wir unten haben, falls wir den Abbruch bekommen und diese SKS doch nicht getriggert wird. Das ist dann die Short-Seite, die wir durchaus mit ins Boot nehmen können. Damit haben wir die drei Währungen besprochen, die wir auf alle Fälle jetzt mal für heute auf der Uhr auch hatten. Ich hatte auch einiges im Research am Sonntag dazu geschrieben. Also schaut sonntags ruhig mal da rein. Das kann man gut nutzen, um die Woche vorzubereiten. Und ansonsten schauen wir jetzt mal noch weiter. Ich lese mir mal kurz die Fragen durch. Hier habe ich eine Frage. Könnten Sie einmal erläutern, wo man zum Beispiel beim britischen Pfund, japanischen Yen einsteigen soll, beim Rücklauf an MA20 und Tag im Tages- oder Stundenchart? Also, pass auf, solche Fragen, das Thema geht in Richtung Anlageberatung. Solche Fragen darf ich hier natürlich nicht beantworten, ja. Also ich kann nicht sagen, hier geht bitte an dem und dem Punkt Long und geht bitte an dem und dem Punkt Short. Das kann ich hier nicht über den Äther bringen. Aber was ich machen kann, ist, wir schauen uns das Ganze einfach nochmal an im Währungspaar britischen Pfund, japanischen Yen. Und dann schauen wir mal, was da wird, dass ich hier zumindest mal helfen kann, dass jeder sich selbst auch eine Meinung bilden kann und auch sagen kann, okay, an welchem Punkt macht es denn überhaupt Sinn, in den Markt reinzugehen oder nicht. So, jetzt muss ich mal aufmachen hier, britische Pfund, Yen. Jetzt haben wir schön den Stundenchart hier, da sehen wir auch nach unten laufen. Wir hatten das Währungspaar auf der Short-Seite ja schon besprochen, wie gut wir hier durchlaufen nach unten, nach der, ja, sage ich mal, schönen Korrekturformation, die wir hier hatten, den Weg nach unten reinzubringen. So, was wir hier jetzt an dieser Stelle sehen, ist ja prinzipiell sozusagen hier die Korrektur, die jetzt hier anfängt. Das heißt, schöne Bewegung unten raus gehabt, das Potenzial aus der Korrektur haben wir nicht voll ausgenutzt, aber doch schon ein ganzes Stückchen schön weit reingelaufen. Jetzt sehen wir sozusagen hier entsprechend den Rücklauf. So, und wenn wir den Rücklauf uns jetzt mal anschauen, wissen wir,
Es handelt sich ja um die Korrektur und wenn wir den Tageschart mal sehen, dann wissen wir, der Tageschart ist definitiv abwärts gerichtet. So, was wir jetzt hier sehen, ist, dass die Stunde immer noch ebenfalls abwärts gerichtet ist. Das heißt, der Trend, der hier runterläuft, ist definitiv da. Und jetzt sehen wir allerdings hier einen kleinen Gegentrend. Ne? Das ist mal so die erste Indikation, jetzt geht die Korrektur richtig los. Und da kann man sich sozusagen Anlaufpunkte suchen, sogenannte Drehpunkte, wo der Markt durchaus auf Widerstände bzw. Turning Points, Pivotal Points, also wie auch immer man das nennen möchte, da gibt es ja verschiedene Bezeichnungen dafür. Punkt ist aber eins, in einem Abwärtstrend sind das einfach Linien, wo man mit Verkaufsdruck rechnen kann. Und wenn man sich die mal raussucht, dann schaut man hier zuerst mal rein. Schaut mal, das hier ist ein ganz klares Verkaufslevel, dieser Bereich. Da hat sich der Abwärtstrend hier fortgesetzt. Das wäre Nummer 1, wo ich mal mit Sicherheit hinschauen würde. Ne? Hier in diesem Bereich, das wäre mir noch ein bisschen zu zaghaft, weil dort sind immer Käufer reingekommen. Möglicherweise könnte es hier Druck geben, aber das würde ich mal im Sinne dieses Gesamtkontexts sehen. Ja? Ansonsten, wenn wir jetzt hier durchlaufen, an sich nach oben einfach mal ausmessen, wie tief die Korrekturtiefe gewesen ist und wo hier mögliche nächste Anlaufpunkte kommen könnten. Und da sehen wir beispielsweise, schaut mal hier, da oben rein, das wäre ja natürlich auch ein schöner Anlaufpunkt, hier die Marke von knapp 130,5 zur Oberseite. Und das, worauf ich als Händler dann auch immer schaue, ist, dass ich einfach sage, was passiert denn hier an so einem Level? Das heißt, das, was ich mir dann anschaue, sind die kleinen Zeiteinheiten und in den kleinen Zeiteinheiten möchte ich dann einfach Gegentrends sehen. Ja? Das heißt, wenn wir hier beispielsweise oben ranlaufen an so ein Verkaufslevel, an so ein Widerstandslevel, hier wie wir auch immer mal wieder abgeprallt sind, da möchte ich genau sowas sehen wie hier. Also ran, Abprall, Gegenbewegung und dann ab in die Trendbildung rein. Das sind die Dinge, auf die ich entsprechend Wert lege. Und wer sich das Ganze hier anschaut und beispielsweise mal ein MA20 reinlegt, ich kann das ja hier an dieser Stelle mal ganz kurz machen, hier die Tendenz, Moving Average, und hier wurde gefragt nach dem MA. Das ist auch das, was man hier schön einstellen kann. Ich arbeite ja gerne mit den einfachen gleitenden Durchschnitten, aber das Ganze geht auch exponentiell gewichtet. Hier legen wir jetzt einfach mal den 20er rein. Ich mache die Linie mal so, etwas dicker, damit man es besser sehen kann. So, schaut mal. Jetzt haben wir hier den MA20, das allerdings im 15-Minuten-Chart. Wenn wir uns den mal auf Tagesbasis sehen, dann sehen wir halt, dass wir hier beispielsweise mit Blick auf den MA20 nach Trendbildung das erste Mal hier so ein Reversal an den EMA20 rangelegt haben. Da habe ich ja auch schon mal eine Handelsstrategie entsprechend vorgestellt, wo man einfach sagt, was ist denn eine gute Strategie am MA20? Das ist die Umkehr hier oben. Die haben wir hier schon mal gehabt. Und wenn wir uns das ganze Bild jetzt anschauen, dann wäre es durchaus möglich, dass wir hier ohne weiteres an den MA20 auf Tagesbasis rauflaufen, von dort aus abprallen und dann wieder nach unten gehen. Ja, das ist schon eine gute Strategie, die man hier wählen kann. Wenn der Markt allerdings sehr, sehr stark bleibt, dann kann man hier schon sehen, dass man möglicherweise auch eher rumdreht. Ne? Also wir haben das ja hier drüben gesehen, da sind wir an den MA20 im Stundenchart rangelaufen und sofort ging es nach unten. Und das sind die Dinge, wo man sich hier durchaus auch auf die Lauer legen kann. Wir sind jetzt nah am MA20 und da ist jetzt die Frage, geht es drüber oder prallen wir ab? Wenn es drüber geht, wäre das ein Zeichen, dass wir erstmal ein Stück weit höher laufen. Ne? Schaut mal so wie hier drüben. Da hat sich hier untergeordnet ein Aufwärtstrend gebildet. Der hat sich dann nach oben fortgesetzt, genau ins Verkaufslevel rein. Sowas steht uns hier natürlich auch bevor. Das heißt, wenn wir hier drüber laufen und keinen Abwärtstrend bekommen, ja, ich schaue dann halt immer auf die untergeordneten Trends, sieht es eher zur Unterseite aus, gehen wir drüber, dann wäre das ein Zeichen für eine Korrekturausweitung. Das bitte immer sehr, sehr schön mit den Trends verbinden und dann steht man relativ gut und flott auf der sicheren Seite. Das muss einem aber passen. Der ein oder andere Händler sagt, das ist mir egal, ich gehe einfach an der MA20 Short. Wenn man da abprallen und fertig ist, dann wartet man einfach auf ein kleines Umkehrmuster, eine Umkehrkerze entsprechend, sowas wie hier, drüber gelaufen, abverkauft, dann kommt die Verkaufsorder unten drunter, zack, das war's. Und wenn der Markt runterläuft, ist man einfach mit dabei. Also immer schön dieses Drehspiel beachten und der Rücklauf, ja, da werden wir sehen, was entsprechend dran passiert. Gut, das wäre das eine. Die andere Frage, Dollarindex bitte. Ju, Dollarindex, das ist ein bisschen tricky, weil diesen Dollarindex an sich haben wir nicht hier. Aber da kann man sich einen kleinen Kniff zur Verfügung nehmen. Und zwar, wenn man weiß, dass der Dollarindex zum größten Teil, also diese Indizes, die bestehen ja, das ist ein sogenannter Währungskorb. Und wenn man weiß, dass beispielsweise der Euro-US-Dollar
in so einem Indexkorb den größten Wertanteil hat, dann kann man ja eins und eins zusammenzählen und sagen, okay, dann schaue ich mir einfach mal den Euro-US-Dollar an. So, und den Euro-US-Dollar schauen wir uns jetzt hier einfach mal an, weil er so ein bisschen die Richtung entsprechend mitbestimmt. Das heißt, man muss im Kopf aber eine kleine Umdenke haben. Und zwar, der Dollar-Index ist ja der US-Dollar. Ja, und wenn man jetzt weiß, der US-Dollar kann steigen oder fallen, ja, und man muss in diesem Kontext einfach in dem Zusammenhang sehen, dass wir bei einem steigenden Dollar einen fallenden Euro-US-Dollar haben und bei einem fallenden Dollar einen steigenden Euro-US-Dollar. Ja? Das ist das Ganze. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt mal sehen hier und wir schauen uns den Euro-US-Dollar mal an, ich mache den Chart mal ganz kurz auf, kurzen Augenblick, da ist er. Dann sieht man jetzt hier an diesem Bild im Tageschart zum Beispiel, dass wir doch einen relativ starken Dollarindex haben. Das sieht man ganz gut daran, so, dass wir hier momentan immer Druck von oben nach unten bekommen. Bitte entschuldigt, wie der Chart aussieht. Wir sehen, wir sind sehr, sehr aktiv in diesem Chart unterwegs. Aber das Bild ist hoffentlich erkennbar, dass wir hier wirklich, ich habe es mal eingezeichnet, wir haben ja hier das fallende Dreieck. Das kann man mittlerweile auch etwas steiler nach unten ziehen an dieser Stelle. Wartet mal, ich nehme mal kurz diese ganzen kleinen Zwischenmarker raus. Und wir können hier sehen, was hier unten gerade passiert. Hier unten in diesem Bereich haben wir eine sehr, sehr wichtige Sache. Und zwar befinden wir uns gerade hier unten auf der Unterseite des Dreiecks. Und wir haben hier noch zwischendrin, hier, wir sehen es, fallende Hochs. Das heißt, der Markt kriegt von oben nach unten Druck und wir brechen hier unten drunter durch. Das heißt, der Dollarindex wird steigen, sobald wir unten drunter durchfallen. Punkt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Fakt. Dann haben wir hier schön den Trend laufen. Das heißt, hier im kleinen Bereich, schaut es euch mal an, hier ging es nach unten, dann die Korrektur nach oben, kleines Zwischenhoch gemacht, aber deutlich tiefer. Und wenn jetzt tatsächlich der Bruch nach unten rauskommt, ja, dann haben wir hier die Unterseite definitiv auf der Short-Seite. Das wird sehr, sehr spannend zu beobachten. Ich nehme mal an, je nachdem, wie sich der Handelstag heute beschäftigt, wird das durchaus eine interessante Situation für morgen sein. Haben wir den Abwärtstrend und dann können wir relativ flott nach unten laufen. Und das wäre dann der Punkt, dass der Dollarindex wieder am Steigen ist. Das heißt, das wäre dann sozusagen das Long-Signal für den Dollarindex, wäre hier das Short-Signal für den Euro-US-Dollar. Und das kann man übrigens im Euro-US-Dollar sehr, sehr schön entsprechend traden. Also das hier ein kleiner Ausflug in den Dollarindex an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat etwas geholfen. Mit den Fragen bin ich auch durch. Das heißt, von der Seite her wünsche ich allen einen guten Start in die neue Handelswoche. Und wenn wir mal schauen, was der DAX hier macht, wir sehen, wie schön der DAX entsprechend wieder nach oben läuft. Das heißt, er nimmt die ganzen positiven Nachrichten aus den USA sehr, sehr gut auf hier an dieser Stelle. Und wir schauen, wir sind jetzt wieder auf dem Weg in Richtung 10.000. Naja, wo stehen wir gerade? 10.670. Also wir sind jetzt auf dem Weg in Richtung 10.670 Punkte Marke und ein Level, das sehr, sehr wichtig ist, das möchte ich euch gleich mal ganz kurz zeigen. Schaut mal hier, da war auf diesem Abwärtstrend, den wir hier in der Stunde hatten, ein wichtiges Korrekturlevel um die Marke von 10.700. Und jetzt kommt es wirklich drauf an, springen wir drüber oder prallen wir ab? Wenn wir abprallen, können wir uns schön auf der Unterseite orientieren. Das hier ist der Stundenchart an dieser Stelle. Das heißt, dann können wir hier die Lows nehmen. Dann kommt relativ flott auch wieder die Marke ganz grob von 10.550 Punkten in den Raum. Fliegen wir allerdings oben drüber, dann haben wir hier oben, schaut mal, den nächsten Anlaufpunkt bei 10.760 Punkte. Also das wird sehr, sehr interessant, auch im kurzfristigen Handel, gerade auf der Oberseite. Das ist eine feine Geschichte, die wir sehen. Also schaut ruhig mal rein in den DAX, sehr interessant. In 7 Minuten geht der Handel los. Bin gespannt, was hier oben losgeht. Hier, wir sind ja deutlich nach vorne gelaufen. Hier zum Tagesauftakt hier und oben bei 10.700, wie schon gesagt, das wird spannend. Gibt es einen Abprall, können wir die Unterseite beleuchten, fliegt der Markt oben drüber, ja, dann können wir relativ schnell 10.750, 10.760 Punkte erreichen. Und wenn das Ganze nach oben drauf geht, dann sind wir relativ flott wieder in Richtung 10.800, 10.900 hier oben, wo wir die Zwischenhochs liegen haben, auch unterwegs. Also ein sehr, sehr positiver Wochenausblick wäre das mal gewesen oder wird das sein, wenn wir wirklich oben rüber gehen, prallen wir ab. Das wäre eher erst einmal ein bisschen negativ für die Bären, aber nichtsdestotrotz, dann traden wir halt die Unterseite. Dafür sind wir ja flexibel. Damit sage ich für heute danke fürs Zuschauen. Empfehlen Sie uns weiter und ich sage bis morgen früh 8.30 Uhr. Da gibt es die nächsten Einblicke in die tickenden Charts mit ein paar Handelsideen. Den Blog-Eintrag gibt es vorher. Also bis dahin, alles Gute. Bye, bye.